Ja, hallo, ich möchte mit euch mal wieder was kochen. Es gibt heute Mittagessen. Und dazu habe ich drei mehlig kochende Kartoffeln genommen. Ich habe da schon mal angefangen und habe zwei davon schon mal in kleine Würfel gezaubert. Wie ich das mache, der Mandelchef hat hier eine Seite Einteilung. Das kommt auf 9. Und das hier kommt auf 6. Ja, muss nicht immer gleich sein, finde ich auch. So, dann kommt er hier drauf und zwar richtig tief. Und dann von unten zu mir, Vierteldrehung runter. So, und jetzt habe ich eine weitere Kartoffel in Würfel verwandelt. Die Stücke machen wir ein bisschen klein, so. Stimmt so. Bitte seid vorsichtig, die Messer sind scharf. Gut, jetzt habe ich hier drei Kartoffeln drin und die möchte ich natürlich erstmal garen. Und dazu kommen sie in die Mikrokanne. Das Kännchen ist jetzt so mal ein bisschen älter, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist rot. Und bei ca. 350 Gramm mehligen Kartoffeln brauche ich so ca. 6 Minuten. Die müssen ja noch nicht ganz gar sein, die werden ja noch verändert. So. Dazu kommt ein bisschen Knoblauch und eine Zwiebel. Da ein bisschen Knoblauch. Bei uns darf es auch ein bisschen mehr Knoblauch sein. Und das wird mal eben atomisiert. Ups, nein, will nicht. Da ist irgend. Ach, der Deckel ist wieder nicht richtig drauf. Ah, ja, manchmal ist es einfach so. So, und schließen. Jetzt ist er auch richtig drauf. Nach dem Spülen so ganz schnell eben zusammengepackt. Jetzt sind sie ganz klein. Ich packe meine Nase trotzdem nicht als allererstes drüber. Na? Hier dürft mal riechen. Riecht mal. Wenn ich das nämlich jetzt mache, dann laufen mir die Augen. So, das kommt da auch noch mit rein. Und das Ganze kommt jetzt, wie gesagt, 6 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle. Aber es gibt natürlich nicht nur Kartoffeltortillas oder so ähnlich heißen die Dinge, sondern es gibt da natürlich auch noch was zu. Also das kommt 6 Minuten gleich weg. Ich habe hier 1 Kilo Rindergulasch und eine Gemüsezwiebel, mal so ein bisschen zerkleinert, die Gemüsezwiebel. Die habe ich auch über Mandoschef gezogen und in lauter solche Scheiben. Und solche Scheiben verwandeln sich dann in schöne Ringe. Toll. Brauchen wir jetzt noch Gewürze zu? Ach ja, bei Gewürzen. Ich habe mich jetzt mit der lieben Kundin über Gewürze unterhalten. Wenn ihr wissen wollt, wie Gewürze schmecken und ob ihr diesen Geschmack im Essen habt, probiert sie. Man kann einfach so ein bisschen auf so einen Teelöffel draufpacken, an so einem Gewürz und mal ganz vorsichtig naschen. Vorsichtig sollte man natürlich bei Pfeffer und Chili sein, weil das macht dann gleich die Nebenhöhlen frei. Aber sonst bei allen anderen Gewürzen probiert sie. Dann wisst ihr, wie sie schmeckt und ob ihr was dabei haben wollt. Was habe ich hier? Ah ja. Nennt sich Gyros-Gewürz. Möchte ich jetzt gerne in meinem Gulasch haben. Darf ruhig ein bisschen mehr sein. So. Nein, ich mache immer noch Gulasch, noch keine Gyros. Und Salz. Salz braucht man auch. Ohne Salz schmeckt das Essen nicht. Dann kommt hier noch rein ein ganzes Päckchen passierte Tomaten.
die Tomaten nach eurem Geschmack, die ihr gerne da drin haben wollt. Ach, hier habe ich noch ein paar Gewürze. Und so circa 300 Milliliter Wasser kommt da noch zu. Wenn man genug Gewürze reingibt, kann man auch Wasser reintun. So, das kommt jetzt ein bisschen durchgemischt. Vorsichtig, weil ich möchte nicht, dass hier im Esszimmer alles gleich vollgespritzt ist. So, dass auch die unterste, das unterste Rindstück noch was abkriegt. Und das kommt jetzt gleich in die Mikrowelle. Und zwar kommt das 30 Minuten bei 900 Watt in der Mikrowelle. Also erst kommen die Kartoffelchen da rein und dann kommt das da rein. Und dann melde ich mich natürlich wieder. So, die Kartoffeln habe ich jetzt etwas abdampfen lassen. Wenn ihr vielleicht im Hintergrund dieses Geräusch hört, das ist meine Mikrowelle, da ist jetzt gerade unser Rindfleisch drin. Ja, jetzt wollen wir das Ganze natürlich würzen und brauchen Bindemittel, damit das eine schöne Tortilla wird. Also hier habe ich drei Eier drin. Da kommt natürlich ein guter Teelöffel Salz zu, weil Kartoffeln brauchen immer viel Salz. Und ich packe jetzt Paprika dazu. Wer möchte, kann auch Muskat dabei geben, wie ich gerade schon sagte. Probiert einfach mal das Gewürz, was ihr so kauft oder kaufen möchtet. Damit ihr wisst, was es ist. Paprika und bei mir kommt ein bisschen Curry dazu. Und dann wird das als letztes ins kleine Kläppchen und mal eben kräftig durchschütteln. Jetzt kommt das hier bei, deswegen sollte man das Ganze eben ein bisschen abdampfen lassen, weil sonst gerinnt einem das Ei sofort. Das soll ja zum Binden da sein. So, das wird mit den Kartoffeln hier vermischt. Das riecht übrigens wunderbar nach Zwiebeln und Knoblauch hier. So, einmal gucken. Einmal gucken, so, ja. Und diese Masse gebe ich jetzt in die Diabolos rein. Bitter ist ganz einfach. Dann kann das nämlich gleich im Backofen eben fertig werden. Und das braucht ganze 20 Minuten bei 200 Grad. Rezept packe ich wie immer unten in die Bemerkung rein. Das Ergebnis zeige ich euch natürlich gleich. Ich wollte euch schon viel Spaß beim Nachmachen wünschen. Dann machen wir mal gleich, wenn ihr seht, wie es aussieht. So, Essen ist fertig. Also ich habe da mal einfach einen umgedreht, damit man auch sieht, wie die von der anderen Seite aussehen. Und hier hatte ich noch jetzt beschlägt es aber ganz. Noch so ein bisschen Rest Kartoffelteig über. Habe ich meinem Mann heute zum Valentinstag ein Herzchen gebacken. Also Kartoffeln, Zwiebeln, Gulasch. Ach ja, und das ist eins der wenigen Sachen, die auch mal fast so aussehen wie im Rezeptbuch.